Erster FC Zeitz gegen den TSV Leuna im Zeitzer Ernste Themenstadion, das dieses Jahr tatsächlich 100-jähriges Jubiläum feiern durfte. Dieses Wochenende war allerdings nicht Jubiläum, sondern Spitzenspiel angesagt. Spitzenspiel und zwar in Sachsen-Anhalts Landesklasse 9. Tabellenführer traf auf Tabellenzweiten. Die Gastgeber bislang noch schadlos mit 21 Punkten aus 7 Spielen. Leuna 5 Punkte dahinter. Und die Gäste ganz in Blau hatten sich für das Spiel ordentlich was vorgenommen und starteten stark in die Partie. Wieder Leuna, langer Ball in die Spitze, Kopfballablage und dann ist es Memetai, der sich einfach mal denkt, ich probiere das jetzt mal, knapp übers Tor drüber. Ecke von rechts, erstmal geklärt und die Konterchance für Zeitz, allerdings Leuna mit hohem Pressing. Ball wieder erobert in der Hälfte der Zeitzer. Pass auf die rechte Seite. Gumbrecht, Pass in den Strafraum. Und dann ist es Trutmann mit dem Eigentor in der 32. Spielminute zum 0:1. Kevin Korei Trutmann im Pech beim Versuch, den Ball zu klären. Grunert im Tor der Zeitzer chancenlos. Das Gegentor war allerdings wie ein Weckruf. Ab da lief es für Zeitz besser nach vorne. Langer Ball in den Strafraum, aber Pfennig als erster dran. Freistoß für die Gastgeber, gute Position, knapp rechts am Tor vorbei. Halbzeitstand vor 131 Zuschauern, 0:1 und die zweite Spielhälfte begann wieder einmal mit Leuna. Freistoß in der Mitte, läuft sich Hähnl frei, Kopfball, Grunert. Jetzt die Zeitzer wieder in Ballbesitz. Langer Ball in die Spitze und wir achten, was in der Mitte passiert. Erst stößt Kunze Herder zu Boden, der steht auf und stößt Kunze wiederum zu Boden. Gelb-Rot für Herder und in der Folge musste auch der Co-Trainer der Leuna auf die Tribüne. Jetzt nochmal die Zeitzer in Ballbesitz. Langer Ball ins rechte Halbfeld. Linus Steinbach mit dem Solo und Pfennig im Tor. Wieder einmal brillant. Und dann war auch Schluss im Ernst-Themann-Stadion. Der TSV Leuna gewinnt gegen den ersten FC Zeitz und bringt dem Liga-Primus damit die erste Niederlage der Saison bei. Ich glaube, wir haben heute nicht wirklich gut gespielt. Wir haben von der ersten Minute an viel zu viele Fehler gehabt. Sind relativ schwierig auch ins Spiel gekommen. Es war klar, dass Leuna ein bisschen kompakt steht. Das haben wir erwartet. Aber wir haben es ehrlich gesagt nicht hinbekommen, so Fußball zu spielen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Damit die Leuna jetzt bis auf 2 Punkte am Tabellenführer dran.